Seit 8 Uhr früh heißt es für die Autofahrerinnen und Autofahrer, sie kommen heute leider zu spät in die Arbeit. Ich schau dir die Fette nur an, was ich? Oh mein Gott, ich dachte echt kurz, die Polizei kommt. Ich hatte ja in meiner Laufbahn als Vlogger schon viele dumme Ideen. Power! Au! Und die hier ist auch wieder sehr speziell. Ich habe dir ja von meiner Klimakleber-Idee erzählt. Du meinst meine Klimakleber-Idee? Nein, das war meine Idee. Ich habe eine neue Video-Idee. Und zwar will ich gerne in die Zeitung kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Ja, und ich dachte mir so, weißt du, wer immer in der Zeitung ist? Klimakleber. Nein. Doch. Und weil die Zeitungen so viel über Klimaaktivisten berichten, ist es ja fast unmöglich zu überprüfen, ob das überhaupt alles stimmt, was da im Internet kursiert. Vielleicht verbreiten die sogar Falschinformationen. Hast du es mitbekommen von dem Klimakleber, der sich an den anderen Klimakleber dran geklebt hat? Nein. Die wollten sich auf die Straße kleben, haben sich aber dann gegenseitig festgeklebt. Wie hat sich der denn am anderen festgeklebt? Das müssen wir uns dann noch überlegen. Was heißt, das müssen wir uns dann noch überlegen? Nein. Der Plan war simpel. Wir verkleiden uns als Klimakleber mit allem, was dazugehört. Warnweste, Kleber und ganz wichtig, unser Klimaplakat. Oh. Da schreiben wir irgendwas drauf, wie so geht das nicht. So kann das nicht weitergehen. Mit was jetzt? Mit dem Klima? Ja, oder mit? Ja, mit dem Klima. Perfekt. Marvin und ich werden uns als Undercover-Klimakleber so dumm anstellen, dass wir uns unabsichtlich gegenseitig aneinander kleben. Und wie es der Zufall will, wird das auch von einem Schaulustigen festgehalten. Dann werden wir sehen, ob die Zeitungen unseren Köder schlucken. Vielleicht landen wir sogar im Titelblatt. Und dann bin ich endlich auf Augenhöhe mit der schönsten Aktivistin unserer Zeit. Klimaschakira. Denkst du, kommst in die Zeitung? Ja, 100 Pro. Echt? 100 Pro. Zwei Klimakleber, die zu dumm sind. Und nee, das hast jetzt du gesagt. Ich habe dann überhaupt nichts zu Bewertendes reingebracht. Ich weiß nicht, wo das auf einmal die Aggression herkommt. Das wäre so geil. Morgen, ich mache es auf Bild-Zeitung. Auf Snapchat und da vorne, also Bild-Zeitung. Zwei Klimakleber, die zu dumm sind. Das hast jetzt du gesagt. Bevor ich sowas Dummes mache, muss ich natürlich erstmal fragen, ob das überhaupt Management-approved ist. Ist es Management-approved? Nö. Okay. Denkst du, das ist schädlich fürs Image? Um Image kaputt zu machen, müsste man ja erstmal eins haben, oder? Wir machen jetzt eine krasse Transition. Also... Wir werden nicht trans. Nächstes Video. Lass mal gegen die Klimakleber schießen und direkt auch gegen alle trans People. Lass uns mal komplett canceln. Scheiße. Na, wir sind pro trans, wir sind pro Klima. Also nur, dass man das mal auch festgehalten hat. Ja. Und los. 3, 2, 1. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine Generalprobe. Ja. Dass wir mal schauen, ob das grundsätzlich funktioniert. Ja, ich würde sagen, wir machen generell mal so eine Generalprobe und schauen, ob es funktioniert. Hätte ich jetzt gesagt. Okay, dann komm. Also haben wir eine Generalprobe gemacht, um zu schauen, ob das grundsätzlich alles funktioniert. Denn das Wichtigste beim Aktivismus ist zum einen die Planung und natürlich auch Professionalität. Gehen. Ja, mir ging der Platz aus. Du hast einen neuen Gen entdeckt. Ja, das Weitergehen. Du hast einen Gendefekt. Oh mein Gott, man sieht deinen Kopf nicht, weil dahinter das schwarze Ding ist. Und alles ist zurückzuführen auf den Gendefekt. Können wir beim Thema bleiben? Ja, so leicht gesagt, so leicht getan oder so. Da gibt's doch irgend so ein Sprichwort. Wir haben uns auf jeden Fall eine Stelle gesucht, bei der wir möglichst nicht von aggressiven Autofahrern verprügelt werden. Es hat auch irgendwie niemanden interessiert. Aber es muss ja nicht in echt gut aussehen, sondern nur auf Video. Und ich glaube, das ist uns sogar gelungen. Ist nur ein Videodreh. Wir versuchen, ob die Zeitung berichtet, wenn sich zwei Klimakleber gegenseitig festkleben. Ach so. Oh mein Gott. Ich dachte echt kurz, die Polizei kommt. Habt ihr gesehen, da waren voll viele Leute, die Polizei gerufen haben, glaube ich. Aber bevor etwas passieren konnte, waren wir schon weg und das Video war im Kasten. Nein! 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 Hat sich jemand wirklich angeklebt? Nein. Hat so ausgesehen? Ja. Perfekt. Am nächsten Morgen bin ich zu 20 Nachrichten von meinem Manager Leon aufgewacht und sehe auf einmal das hier. Digga. Einfach die Klimaklebers im Start. Jetzt die Presse schon vor Ort. Wie schnell waren die Penner denn hier? Jetzt verstehe ich das. Die kleben sich erst fest, wenn die Bullen kommen. Das ist ja insane. Das kannst du dir nicht ausdenken. Kein Scheiß. Ein Tag, nachdem wir das Ganze inszeniert haben, sitzen vor unserem Fenster auf einmal die echten Klimakleber. Oh, da steigt jemand aus. Der Junge ist jetzt sauer. Komm schon, prügelt euch. Los. Oi. Der ist auf einer Mission, ich sag's euch. Der Boy, der ist schon richtig weit da hinten gekommen. Der ist auf einer Mission. Entweder der holt sich einen Döner oder der hat Bock auf Stress. Übrigens danke an Leon für die gute Berichterstattung. Lol, da links ist glaube ich diese Blondine, die auf TikTok so viral gegangen ist. Es gibt so eine Klimaklebermädel, weil die zu heiß ist, um Klimakleberin zu sein. Das könnte die sein. Ja, das war sie auch. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Clip von vorhin. Das war ein Zeichen.
Ich habe direkt einen TikTok-Kanal erstellt, das Video ein bisschen bearbeitet und zum ersten Mal für alle Menschen da draußen veröffentlicht. Oh mein Gott. Es ist online. Ich bin so gespannt. Du hast extra einen Fake-Account gemacht. Ja. Salavikim. Ja, release mal rückwärts. Mike Wallace. Genau. Smart. Wie geil ist das gefaked? Alter, wenn du Zeitung drüber schreibst, dann merkst du, wie, was die für seriöse Quellen haben. Ja. Vom Sala. Wegim. Die Aufrufe waren auch nicht schlecht. 6000 Aufrufe. 50.000 Aufrufe. Nein. Alle lieben das Video. Sogar unser Taxifahrer hat es gefeiert. Das haben wir gemacht und schicken es zur Zeitung und schauen, ob die berichten. Also ich hab's das gemacht. Ja. Wirklich? Das bin ich jetzt an der Ecke. Wir sehen uns in der Zeitung. Passt ja. Aber das Beste waren die Kommentare. Kommt davon, wenn man den Kleber vorher auch schnüffelt. Neumann, ein 50-jähriger Herr, hat geschrieben, ha, gay. Da bekommt der Begriff Freundschaft bis zum Lebensende eine ganz andere Bedeutung. Das ist mir kein Scheiß. Die sind blöder als Schnittlauch. Warum ist Schnittlauch blöd? Das ist, ja. Ah, Schnittlauch ist hohl. Tja, und je höher man fliegt, desto tiefer fällt man. Nein! Wir haben ein Problem. Verstoß gegen die Community-Richtlinien. Das Video ist gesperrt? Ja. Na. Wegen Belästigung und Mobbing. Hä? Aber ihr kennt mich. Ich lasse mich von sowas nicht unterkriegen. Bist du traurig, weil das TikTok gesperrt wurde? Woran hast du das erkannt? Bisschen an deiner horizontalen Lage, weißt du? Die Lage ist nicht horizontal, die Lage ist aussichtslos. Machst du jetzt Yoga? Es war bei 70.000 Aufrufen. Alles weg. Mir ist nach einem Trauerlied. Ich spiele was. Oh, oh ja. Oh, 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 oh. Warum ist die nass? Was ist hinter meiner Gitarre passiert? Will ich's wissen? Ich schwöre, das ist nicht von mir. Nein, so aussichtslos ist die Lage nicht. Übrigens, bei den Zeitungen sah es auch nicht besser aus. Niemand interessierte sich für unsere Schlagzeile. Niemand interessiert sich für unsere Schlagzeile. Ich habe, glaube ich, so 20 Zeitungen angeschrieben und es kam aber noch nicht zurück. Vielleicht in den Stromausfall, die ganzen Zeitungen. Vielleicht Hackerangriff. In ganz Österreich. Also ich habe geschrieben, so liebes XY-Team. Freunde und ich waren am Wochenende in Zeitenbezirk unterwegs und wir haben zwei Klimaaktivisten dabei beobachtet, wie sie sich einfach unabsichtlich aneinander geklebt haben. Und dann habe ich halt die Links einfach eingefügt und natürlich halt für die anderen Zeitungen, die nicht in Wien waren, habe ich dann halt einfach erfunden, dass es in Graz war oder Klagenfurt oder wo auch immer. Also irgendwann dachte ich mir dann so, okay, scheiß drauf, ich lasse einfach nochmal hoch und schau, was passiert. Und das war der Punkt, an dem sich alles änderte. Es ist jetzt eine Stunde her, dass ich es gepostet habe und es hat über 100.000 Aufrufe. Es hat schon über 200.000. 567.000. What the fuck? Und auf einmal passierte das Unmögliche. Eine Zeitung hat tatsächlich auf unsere E-Mail geantwortet. meinklagenfurt.at. Hallo, diese gestellte Aktion wurde definitiv nicht in Klagenfurt gefilmt. Beste Grüße aus der Redaktion. Ja, scheiße. Es hat halt einfach nicht sein sollen. Zumindest haben wir alles versucht und anscheinend ist es halt einfach doch schwerer, in die Zeitung zu kommen, als man denkt. Da braucht es schon mehr als ein paar Klimakleber, die... Naja, der heutige Artikel war auch nicht gerade weltbewegend. Welcher Artikel? Ein Wiener kann den Sommer wohl nicht mehr erwarten. Der unbekannte Mann ließ sich einfach treiben und das auf einem kleinen Surfbrett bei einstelligen Temperaturen. Für den Typen arbeite ich.